Ich habe Unterleibsschmerzen und Übelkeit. Ich glaube, ich krieg meine Regel. Vergessen Sie es, Malfoy. Das haben nur Mädchen. Gleichberechtigung. Nein, das gibt's auch nur für Mädchen. So, ich habe zwar leider keinen Trank mehr, der Knochen nachwachsen lässt, aber das hier sollte es auch wohl tun. Da ist ein Totenkopf auf der Flasche. Wissen Sie das? Ich habe die erste Staffel Emergency Room auf DVD. Ich weiß, was ich tue. Das hier lässt schlaffe Glieder wieder hart werden. Mhm. Flüssiges Viagra. Oh, cool. Das schmeckt wie Pisse. Oh, ich dachte, den Unterschied bemerkt niemand. Naja. Hey, ist hier überhaupt irgendwo ein Arzt? Hallo? Oh, Patient 773. Was geht hier vor? Sind Sie bereit für Ihre Elektroschocktherapie? Nein! Wie sind Sie gelandet? Hallo! Ich bin's, der Gil. Scheiße, hast du mich erschreckt. Sind Sie immer noch interessiert an einem Blowjob? Oder an einer Geburtstags-CD für Ihre Freundin Ingeborg? Nein, danke. Oh, okay, aber... Außerdem kann ich jetzt wieder wichsen. Ich brauche deine Hilfe nicht mehr. Ja, aber im Moment haben Sie einen gebrochenen rechten Arm. Folglich können Sie nicht wichsen. Alter, vergiss es. Ich habe sogar Chancen auf Sex mit einem echten Mädchen. Naja, mit einem echten Mädchen kann ich nicht mithalten, aber... Verdammt, ich brauche das Geld. Ich würde echt alles dafür tun, verstehst du? Alles. Komm schon, 4 Euro. 4 Euro für einen Blowjob. 4 Euro? Ja. Blowjob für 4 Euro macht deine Mutter. Ja, ich weiß. Okay, mein letztes Angebot. 1 Euro. 1 Euro? 1 Euro für einen Handjob. Guck mal, was diese schönen Hände mit deinem Penis anstellen könnten. Weißt du was, ich gebe dir 1 Euro, wenn du mich jetzt in Ruhe lässt, von meinem Bett springst und auf deinem Arsch landest. Okay. Du machst es ja wirklich. Wow. Ich glaube, ich habe mein Steißbein gebrochen. Ich will jetzt meinen Euro. Ja, nee, habe ich jetzt nicht dabei, aber wieso kommst du eigentlich immer zu mir, wenn du Geld haben willst? Ja, weil sie Harry Potter sind. Ja, und? Sie sind total berühmt und total reich. Nee. Jawohl, das kam im ersten Film vor. Das wurde nur rausgeschnitten. Sie waren damals mit Hagrid in der Winkelgasse, da in dieser komischen Kobold-Sparkasse. Versuchen Sie sich zu erinnern. Kobold Terminal 2, bitte noch mehr Zettel aufspießen. Kobold Terminal 2. Hagrid, wo sind wir hier? Stempeln, 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 du scheiß Sparbuch, ich stempel dich tot. Ja, womit willst du denn den Zauberstab bezahlen, den du unbedingt haben wolltest? Mit Geld. Ja, und wo kriegt man Geld meistens her? Sparkasse. Gut kombiniert, Dr. Watson. Hallo? Wir möchten gerne diese Sparkasse hier überfallen. Ich hoffe, du hast dafür mehr dabei als diesen kleinen Jungen. Vor dem habe ich nämlich nicht sonderlich Angst. Oh, ach so, scheiße, Entschuldigung, Moment. Wo hab ich die denn jetzt? Ah, hier. Der Schlüssel für mein Fahrradschloss. Das steht draußen, das ist mein Fluchtfahrrad. Und hier ist noch so ein besonderer Zettel, den ich dir unauffällig gebe. Ja, was soll ich jetzt damit? Ja, da steht halt drin, dass du jetzt unauffällig Geld in einen Beutel mit einem Dollarzeichen drauf stecken sollst. Das meinst du ernst, oder? Tot ernst. Wow! Ich meine, wow! So viel Geld! Wow! Ja, tja, Harry, guck doch mal hinter dich. Ein Eichhörnchen! Wo? Wo kam die Erinnerung denn her? So, jetzt reden wir mal Klartext. Jetzt, wo Sie durch mich Ihre Erinnerung wiedergefunden haben, wie wäre es damit einer Art Finderlohn? Nee. Aber jetzt hängt mir nicht nur die GEZ am Hals, sondern auch noch die Familienkasse. Die sagen, ich müsste 20.000 Euro zurückzahlen, weil ich seit 10 Jahren kein Kind mehr bin. Mann, das gilt für dich sowieso nicht, weil du ein Gnom bist und kein Menschenkind. Sag das nicht so laut. Die hören uns. Jetzt hör mir mal zu. Ich hasse Leute wie dich, die auf Kosten des Staates leben, obwohl sie nichts dafür tun. Oh doch, ich tue was für den Staat. Ich studiere Kunstwissenschaft und Philosophie. Das ist nobel. Warum habe ich nur das Gefühl, als würde ich gerade einen Haufen Scheiße anfassen? An seinem T-Shirt war ja scheiße. Ja! Post für mich! Ich hab Post bekommen, da freu ich mich! Professor Dumbledore, was machen Sie für einen Krach? Was soll die Aktion hier? Hast du nicht zugehört? Ich hab doch den Post für mich-Rap gemacht! Oh. So, bitteschön, eine Expresslieferung für Herrn Dumbledore. Jo, vielen lieben Dank und schönen Day noch! Ja, danke. Wie wär's zum Teufel? Haben Sie denn nun schon wieder das Schulbudget ausgegeben? Ich hab mir bei eBay eine Digitalkamera ersteigert. Das beste Modell, brandneu. Ganz sicher. Naja, jetzt wo du es sagst, sieht doch schon etwas gebraucht aus. Was ist denn das für ein eigenartiges Modell? Ist wahrscheinlich Retro. Das ist überhaupt nicht Retro, das ist vielmehr retarded. Hey, pass mal auf. Wenn hier einer unnötige Anglismen verwendet, dann bin ich das. Verstanden? Biatch.
So, jetzt noch das. Hermine? Ja? Also du hast doch gesagt, der Trank besteht nur aus purem Östrogen. Warum kippst du denn da jetzt noch mehr Zeug rein? Ja, weil pures Östrogen schmecken würde wie Fischjoghurt. Das wäre so, als würde ich mich 3 Wochen lang nicht waschen und du müsstest mich lecken. Ja, da hätte ich jetzt so nichts gegen, aber kann ich mir aussuchen, wonach das schmecken soll? Zum Beispiel Vanillesoße? Auf keinen Fall Vanillesoße, das wäre eine Katastrophe. Denk nur an die männliche Myrte. Was? Die männliche Myrte. Wer? Die männliche Myrte hat auch versucht, einen Vielsafttrank zu brauen, nur hat sie Vanille beigemischt. Wer ist die männliche Myrte? Ich bin die männliche Myrte. Was guckt ihr so blöd? Habt ihr noch nie einen durchsichtigen, schwebenden Zwitter gesehen? Zwitter? Ja, das passiert mit euch, wenn ihr da Vanille drin mischt. Euch fällt der Schwanz ab und ihr werdet durchsichtig. Und ihr könnt euch nicht mal mehr selbst anfassen. Es ist zum Heulen. Sie ist nicht ganz dicht. Tretet näher, tretet näher. Ich hoffe, alle sehen mich und alle hören mich und alle riechen mich. Geil, hat mir ins Gesicht gepupst. Ausgezeichnet. Angesichts der bedrohlichen, satanistischen Vorfälle in den letzten Tagen hat mich Fresh Dumbledore damit beauftragt, ein kleines Battle zu veranstalten. Also, lasst die Spiele beginnen! Oh Mann, gleich in der ersten Runde verloren. Ja, voll der Noob. Danke für diese Demonstration Ihrer Kräfte. Professor Snape, ich werde das heute Abend weiter mit Ihnen erörtern. Doch nun werde ich Sie auf einem Gebiet schlagen, in dem Sie garantiert nicht so gut sind wie ich. Und zwar Mathematik. Ach wirklich? Dann rechnen Sie doch mal. Was ergibt die Zahlenfolge 1 bis 36 zusammengerechnet? Sag ich dir doch nicht, du Affe. So, dann brauchen wir jetzt neue Kandidaten. Suchen wir ein Paar. Potter, Weasley, habt ihr Lust? Wir sind kein Paar, wir sind nur gute Freunde. Weasley verbreitet Dummheit, wo er geht und steht. Man spürt förmlich seinen eigenen IQ sinken, wenn man ihn nur... Ich frag mich, ob Hühner Ponys fressen können. ...ansieht. Dürfte ich deshalb jemanden aus meinem Haus vorschlagen? Nehmen Sie mich? Nehmen Sie mich? Malfoy, zum Beispiel... Ja, das bin ich! Ja! Viel Glück, Potter. Dankeschön. Und vergesst nicht die schönen Duellier-Bewegungen. Zauberstab hoch, runter, verbeugen, dreimal drehen, alle meine Händchen singen, das alles auf ein Bein und wer hinfällt, der hat verloren. Angst, Potter? Träum weiter. Oh, voll die schlagfertige Antwort. Hey, ihr habt gar nicht alle meine Händchen gesungen. Zur Untermalung der Dramatik singe ich jetzt ein Kampflied. Achtung! Fick dich und halt's Maul los! Na, warte. Du kriegst keine Kinder, Merus! Meine Eier! Hoffentlich hat das keiner auf Kamera aufgenommen. Seinen eigenen IQ sinken, wenn man ihn nur... Ich frag mich, ob Hühner... ansieht. Dürfte ich deshalb jemanden aus meinem Haus vorschlagen? Ich denke noch. Malfoy.